So, dann würde ich sagen, let's go. Mit Marco. So. Ja, das können wir überspringen, brauchen wir nicht. So. Endlich mal mit Marco. Mit Marco habe ich halt absolut noch gar nicht gespielt und ich glaube, von allen wird er wahrscheinlich sogar am längsten noch dauern, hochzuleveln. Na gut, er hat nicht so eine Riesenkarte, außer bei 3 wahrscheinlich. Da hat er schon eine große Karte bestimmt. Nice. Ach ja, das ist die mit diesem Feuerkreis da. Diese Ult. Ah, Markus, aber an sich halt schon echt cooler Charakter halt. Ach ja, das war diese Heilung wieder. Aber die macht irgendwie gleichzeitig auch noch Schaden. Das finde ich voll nice. Der Partyschütze war instant irgendwie tot. Nice, wie viel Kohle ich erstmal abgestaubt habe. Ach, Corby ist da unten aufgetaucht. Okay. Nice. Naja, genau, das ist die im Gameplay gezeigt worden war. Also in dem Trailer. Unseren Gameplay. Mit ihm macht man auf jeden Fall auch ganz gut Kills. Bin ja bald bei 1000 schon. Schon krass. Nice. Barry ausgespuckt. Ach, Corby. Aber easy hinfliegen. Muss bestimmt schon gruselig sein, wenn so ein Phönix auf dich zugeflogen kommt. Corby ist auch tot. Wie man halt einfach hinfliegen kann. Was ist das bitte? Und er hat einfach eine anders gute Heilung vor allen Dingen auch. Er macht trotzdem irgendwie überpowerten Schaden. Wo bist du? Da bist du. Hey. Packt schon irgendwie ein bisschen auf.
reicht's aber mal. Wo bist du? Na jetzt. Ja. Tot, Baby. Aber ich glaube, der wird jetzt gleich wieder weg, ne? Na komm schon, wach wieder auf. Ich wusste es. Ich wusste es. Boah, auch richtig viel Kohle ausgespuckt, läuft. Einfach durchs Eis geflogen, so jetzt auch zum Partyfister. Ah ja, stimmt, sind ja diese drei berühmten Partyfister. Die werde ich jetzt fertig machen. Easy. War schon mal Nummer 1. Auf zu Nummer 2 und 3. Vor allem wie wenig Schaden die halt einfach nur machen. Ja, und einer ist schon tot. Auf zum nächsten. Wie der einfach instant gestorben ist, schon von einer Ult. Ja. Easy, würde ich sagen. Ach, das ist nur ein Anführer. Interessiere mich nicht. Ja, bald habe ich schon 1000 zusammen. Läuft. Wie schnell halt Marco einfach generell ist, das ist schon krank. Schon wieder ein Partyfister. Ja, easy. Auf den nächsten. Was willst du von Boa Hancock? Nee, das lasse ich nicht zu. Ja. Nice. Einfach zwei Sachen gedroppt. Noch zwei Partyfister. So, das ist auch schon wieder tot. Auf zum nächsten. Läuft echt gut mit Marco.
Ich brauche irgendwie die immer nur einmal zu machen und schon ist immer einer tot. Ist irgendwie voll die Pazifister-Tötungsult. Ich brauche die nur einmal machen und schon sind sie tot, selbst wenn sie bei vollem Leben sind. Dabei ist es eigentlich eine Heilungsult. Muss man sich mal reindrehen. Ach, Sentomaru ist auch noch hier. Na, ist durchbrochen und jetzt nochmal das hier. Uah, auch tot. Ja, und schön Berry auch vor allen Dingen gedroppt. Sehr schön. Ja, Anführer interessiert mich nicht. Nice. 1000 habe ich jetzt schon. Gegner. Wie nice das halt einfach mal aussieht. Springen. Den kleinen Fuzis wundert es mich nicht, dass das da auch klappt. Noch ein Partyfister, hat aber auch echt wenig Leben. So, schon tot. Easy. Nice. Marco hat jetzt schon echt coole Kombos. Mihawk ist da hinten. Ja. Ja, okay. Reicht doch mal. So, Mihawk haben wir auch. Nice. Ich habe gerade irgendwie Sabo verstanden. Aber warum Sabo? Er ist doch gar nicht hier. Schnell ging das schon. Ach, Buggy ist das. So, hab Buggy gerettet. Schade nicht, dass ich da einfach rüberfliegen könnte oder so, aber das geht ja nicht. Da oben ist jetzt wahrscheinlich Garp oder so. Ach, Akainu, dich haben wir hier also auch noch. Ja, also 1500 habe ich schon mal fast. Also ich glaube, das sollte ja wahrscheinlich wohl auch schon reichen, weil Digga, was habe ich denn hier noch groß einzunehmen? Schon fast alle Gebiete sind eingenommen, bis auf den da hinten. Also ich glaube, 1500 werden wohl schon reichen. Ich meine, es ist schon ein bisschen übertrieben, wenn man sagt, so 2000, 2500. Außerdem danach kommt ja nur noch Sengok, also kann ich mir das halt nicht vorstellen. Na, ob es von der Zeit allerdings reicht, weiß ich nicht, weil... Naja, ich weiß nicht. Ich hoffe mal.
Das wäre schon nice. So, Akainu haben wir schon mal. Jetzt muss ich nochmal nach unten, weil da habe ich irgendwie noch ein paar Gegner vergessen. Ach nee, ich glaube, er hat sich wieder... Ja, war klar, er hat sich wieder erholt. Dann müssen wir ihn eben nochmal fertig machen. Ich nehme es gerne nochmal mit dir auf. Kein Problem. Ich mache den auch einfach nur fertig. Nice. Er ist jetzt zwar in seinem Magma-Mode, aber es juckt mich absolut nicht. So. Zack, boah, ist auch schon wieder fast tot. Wie schnell das vor allen Dingen einfach geht mit Marco. Ich liebe es. Es läuft auf jeden Fall. Dabei ist er noch nicht mal so hohes Level. Na gut, liegt vielleicht auch daran, dass die Levelempfehlung hier auch noch nicht so hoch ist. Und sehe es natürlich schon ganz anders aus. So. Und wahrscheinlich bringt es irgendwie auch diese Fähigkeit für Marco da. Die bringt es irgendwie echt. Ich meine, tempomäßig kannst du hier einfach nur alles so schnell machen, ey. Ach, da hinten sind Pazifister. Ah ja. Alles klar. Kein Wunder. Sogar drei Stück. Ja, nee, ist klar. Ja, erstmal schön fertig machen hier. Ach ja, und da unten sind auch noch welche, ne? Wahrscheinlich Kizaru oder so. Muss ich auch noch hin. Das ist hier sowieso erstmal noch der einzige Platz, den ich einnehmen könnte. Ja, aber 1500 habe ich schon so gut wie zusammen. Läuft also auf jeden Fall. So. Außen die 10 ja allein auch nochmal als Gegner. Also. Ja, der nächste und der nächste bitte. Ja. Selbst von der Ult sterben sie einfach. So. Hier noch ein bisschen Farm, würde ich sagen. Es ist eh der einzigste Ort, wo ich hier noch was machen kann. Ah, hier hinten sind mehr. Das läuft. Wenn ich 1500 habe, reicht es mir auch schon dann. Mehr brauche ich ja nicht. Ja, reicht. 1500 erreicht. Sollte wohl reichen. So. Ein paar sind hier ja noch. Da hinten. Einfach durchs Eis fliegen halt. Läuft. Und jetzt einfach hier hoch. Nach da hinten. Sind noch so ungefähr 2, 3, 4 Punkte. Das Problem ist, da hinten kann ich nicht einfach rüberfliegen. Muss ich da hinten auch nochmal lang. Das ist schon blöd. Naja, ob das mit der Zeit hinkommt, weiß ich echt nicht. Ich leider so meine Zweifel. Na komm. Gegner werden auf jeden Fall bestimmt reichen, aber Zeit, ich weiß ja nicht. Ah ja, hier ist Kizaru, ich wusste es. Ich wusste es, dass er hier ist. Aber hat auch schon sehr viel Leben verloren. Und da hinten ist bestimmt noch irgend so ein Spaß. Und danach kann ich eigentlich sogar, weil lohnt sich dann halt nicht, noch irgendwie da noch was zu machen. Ist er. Okay, Garp scheint irgendwie schon automatisch besiegt worden zu sein. Alles klar. Wahrscheinlich war Waffy das oder so. Ja, okay. Waffy hat es mir wahrscheinlich vermasselt. Jetzt bin ich sowieso bei Sengok.
Aber naja, ist auch nicht so schlimm. Weil vielleicht schaffe ich es ja dann noch, wenn ich Glück habe mit der Zeit. Weiß ich aber nicht. Mal sehen. Also, zum Glück habe ich bis dahin ja auch noch Glück gehabt, dass ich noch ganz gut gefarmt habe an Gegnern. Nice, ich hab ihn einfach mal umgehauen. Geht auch echt schnell mit Marco, vor allem. Daher glaube ich mal, also ich weiß nicht, ich habe ein gutes Gefühl. Könnte was werden vielleicht. Nice, wie ich ihn hier einfach mitziehen kann. Läuft. Selbst das Umlaufen ist nichts mehr. Es juckt mich nicht. Ja, und irgendwie für Riesen ist sie irgendwie sowieso immer krass, diese Ult. Na gut, wir sind jetzt schon bei 20 Minuten, ich weiß nicht. Ich hoffe, das wird noch passen. Gleich schon sogar schon bei 21. Komm, jetzt stirb doch endlich. Immer noch nicht. Okay, doch eher 21. Ja. Naja. Ja, geil. Perfekt. Hat alles noch gepasst. Sehr schön. Ja, nice. Legendärmünze von Hancock, von Jinbei und von Vistar. Nice. Geiler Scheiß. Boah. Kohle auch relativ viel bekommen. Läuft auf jeden Fall. Ja, war auch eine nice Runde mit Marco auf alle Fälle. Ja, hat so ungefähr 21 Minuten gedauert oder 22. Läuft. Ja. Ja, da gibt es ja noch zwei. So, das speichere ich jetzt erstmal kurz ab.